bin ich wieder da. Jetzt kommen wir da über den Pfad, wo dieses Schild fisch. Ab und zu mal hat es eben viele vorne da. Aber ich weiß das nicht, ob sie umeinander sind heute. Das sagen wir jetzt dann gleich. Ja, was mich am meisten immer fasziniert hat, ist die Offenheit, die Freiheit, wo wir in Kanada haben. Das ist einfach unwahrscheinlich. Es hat einfach, es gibt nicht viel Einschränkungen, das muss ich ehrlich sagen. So. Da bin ich vor ein paar Jahren, wo ich im Sommer da war, bin im 2016, bin ich da immer morgen früh, da habe ich in der Stadt gewohnt, bei der Barbara in seinem, bei der Jennifer in ihrem Apartment. Und dann bin ich am Morgen einmal da runtergefahren, 5:30 so, sobald es halb war ist, und bin da ja, die längste Zeit auf dem Bänkli gehockt und dann sind Eichhörnchen gekommen und gegessen. Es war immer so wunderschön, so ruhig, und jetzt sind noch keine Leute umeinander gewesen. Und ja, würde ich sagen, es ist natürlich für uns, was mich am meisten immer fasziniert hat und warum ich immer zurückgewählt habe, war, weil man sieht so viele Tiere in der Natur. Ich meine, am Abend, wenn man auf Werk ist, wenn es so am Dämmer ist oder am Morgen früh, da sind überall Rehe, da kannst du auf 20 Rehe sehen, wenn du nur 15, 20 Kilometer fährst. Und dann natürlich alles andere auch, nicht nur die Rehe. Einen Morgen, wo ich auch um 5:30 gelaufen gegangen bin, ist mir ein Schildkröte verkommen bei uns im Ding. Die war einen guten Meter lang, eine riesige Schildkröte. Ja, unwahrscheinlich, also, ich habe schon viele gesehen, aber so eine, das war schon. Und dann auch dort am gleichen Ort ein Baby Rehe, wo einfach ganz alleine da war. Ja, das Mama wird es dann schon wieder gefunden haben im Jahr. Aber in dem Moment war es nicht umeinander. Und ja, auch sonst, meine Güte, Waschbären. Und was sieht man noch immer? Ah, Stachelschwein. Sind auch überall umeinander. Man muss nur schauen. Ja, ich sehe es halt auch immer. Das muss ich ehrlich sagen, das ist für mich ja, halt, etwas, wo ich gelernt habe, um einfach aufmerksam zu sein. Immer, wenn ich Tiere immer sehe, genauso wie jetzt der Woodpecker. Ich weiß immer noch nicht, das ist mir ein Deutscher, den haben wir noch nicht eingefallen. Also Gott, nach 30 Jahren da sind. Und dann fehlen mir ab und zu mal die Worte. Obwohl jetzt ja die letzten 4 Jahre mehr oder weniger in Vorarlberg verbracht haben. Aber ja, hier und da, ab und zu mal fällt's doch mit einem oder zwei. Es ist in der Zwischenzeit schon besser geworden, wo ich vor 4 Jahren, in 2014, 5 Jahren, 2014 rum bin. Ja, da ist mein Vorarlberg schon. Vorarlberger ist schon ein paar da schwach gewesen.